Ja, servus, liebe Kreatoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Stellt euch vor, ihr wollt mit den Kindern was schnitzen und wisst nicht was. Was praktischer ist, Löffel oder Buttermesser oder Gabel für draußen oder vielleicht ein Tier? Ja, bloß was für ein Tier? Schnitzen wir doch ein heimisches Tier. Ein Tier, das in der Bundeshauptstadt Berlin sehr heimisch inzwischen ist. Nämlich, wir schnitzen das Wildschwein. In Berlin soll es ungefähr um die 5000 Wildschweine geben. Und laut RBB sind im letzten Jagdjahr ungefähr 2400 Wildschweine in Berlin erlegt worden. Und vielleicht erinnert ihr euch noch dran an Klein Machnow. Klein Machnow, ja, da hat man geglaubt, im Juli letzten Jahres war es, dass ein Löwe unterwegs sei, in Wirklichkeit war es dann ein Wildschwein, aber sicher ist sicher. So, wir schnitzen uns jetzt mal so ein Wildschweinchen. Was brauchen wir dazu? Also entweder Taschenmesser oder Multitool, in dem Fall das Leatherman Signal oder das Leatherman Leap für Kinder. Das kann auch optional mit einem Messer, nicht mit der Schere, mit einem Messer nachgerüstet werden. Da haben wir das Messer mit der Klinge. So, oder eben ganz einfach ein Outdoor-Messer, mehr braucht es nicht dazu. Dann braucht ihr noch das Schwanzerl oder sowas und dann natürlich noch den Zweig für die Beine von unserem Wildschwein. Und schon können wir auch loslegen. Ja. Als erstes beginnen wir vielleicht mal mit dem Hinterteil. Genau. So, als erstes schnitzen wir mal das Hinterteil von unserem Wildschweinchen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr zieht die Klinge vorsichtig so zum Daumen, was wir natürlich meistens vermeiden wollen. Aber wie gesagt, und dreht dabei mit der anderen Hand hier das Stück Holz nach. So. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit für die vorsichtigen Naturen unter uns, ihr schnitzt hier immer an dieser Kante vom Körper weg und dreht mit der anderen Hand um 1-2 mm das Holz weiter. So, und das geht so und geht so und geht so. Das hat fast schon was Meditatives, also bitte nicht einschlafen dabei. Das dreht ihr und langsam, seht ihr selber, kippt das Ganze. Und wir wollen ja schließlich den Hintern, den Popo von dem Wildschweinchen machen. Und der ist ja rund und nicht so platt. Also schaut ja nicht echt aus, oder? Genau. Deswegen drehen wir jetzt hier immer rund. Oder wie gesagt, die andere Möglichkeit, eine Halbkugel zu schnitzen, ist so. Oder? Und ihr seht ja auch wieder, es ist wichtig, dass wir eine gute Klinge hat, die scharf ist, dann ist auch das Verletzungsrisiko deutlich geringer, als wenn wir jetzt mit einer Klinge hantieren, die sehr stumpf ist. Warum? Da müssen wir unglaublich viel Druck auf die Klinge bringen und durch das wird das Ganze unkontrollierbar und ihr rutscht ab und verletzt euch. Also deswegen ist es immer besser, ihr achtet darauf, dass ihr eine scharfe Klinge zur Hand habt. Ja, jetzt haben wir hier den Hintern gleich fertig von unserem Wildschweinchen. Die wiegen ja doch ganz schön was, die Tierchen. So. Und jetzt kommt was wirklich Wichtiges, was euch angewöhnen solltet. Das sage ich bei jedem Schnitzkurs immer. Bitte, wenn ihr ein Werkzeug nicht braucht, dann ist das Wichtigste, einklappen und weglegen. Warum? Ganz einfach. Wenn man das offen liegen lässt und man schaut nicht hin, krapscht man in die Klinge. Schon tut man sich furchtbar weh. Deswegen zuklappen und weglegen. Das gleiche gilt natürlich jetzt zum Beispiel auch für die Säge. Das ist auch nicht von schlechten Eltern. Da kann es auch sein, ihr wollt kurz hingreifen, ohne zu schauen und langt rein und schon fließt Blut. Das muss wirklich nicht sein. Also, wenn ihr was nicht braucht, weglegen das Werkzeug. Ja, soweit, so gut. Wir sind jetzt fertig schon mal mit dem Hintern von unserem Wildschweinchen. Obwohl, da oben sehe ich, da muss ich noch nachbessern. So, da gehört noch ein bisschen platt, aber jetzt schaut das Ganze schon deutlich besser. Ja, so ein Wildschwein, also ein männliches Wildschwein wiegt zwischen 75 und 100 Kilo in Europa und eine weibliche Wildsau, ein männliches Wildschwein in Europa wiegt so um die 200 Kilogramm, also da ist schon was zu Hause. So, wir werden jetzt das Ganze so herrichten, dass wir dann später, im Endeffekt, wenn wir jetzt den Körper haben, das Ganze nur noch zusammenstecken brauchen, sozusagen wie ein IKEA-Regal. Bloß mit weniger Ärger und mit allen Schrauben dabei. Ne?
Also als erstes mache ich jetzt hier ein Loch hinein, da kommt dann später das Schwänzchen hier, das stecken wir dann da rein. Das machen wir jetzt da. So, als nächstes brauchen wir Löcher unten für die Läufe. Da bohren wir auch wieder rein. So, parallel davon. Auch wieder eins. Da könnt ihr sich auch Aale nehmen, das ist der Stechdorn, wenn es euer Taschenmesser hat. Da kommt dann Bein Nummer 3. Und da das andere. So, und jetzt sind wir schon richtig schön weit. Da werden wir dann später nur noch die Beine reinsetzen müssen. Auch hier gilt der Zierung, man braucht das Messer nicht zusammenklappen, weglegen und es kann nichts passieren damit. Und jetzt schnitzen wir mal den Kopf, das Gesicht von unserem Wildschwendel aus. Also hier drinnen lassen wir den Zutz, den Rüssel stehen und als andere außen schnippeln wir jetzt einfach mal weg. So. Also wie gesagt, da innen drin lassen wir das stehen. Das Äußere nehmen wir einfach weg. Und wenn wir den Kopf haben, dann bereiten wir auch noch die Ohren vom Wildschwein vor. Das ist ja auch wichtig. Es riecht ja sehr gut und es hört ja sehr gut, damit es informiert ist, wenn irgendwo Bedrohung, Feinde im Anmarsch sind, dass es entsprechend reagieren kann. Und der Wildschwein ist ein richtig schnelles Tier. Also man dürfte es nicht unterschätzen. Da müsst ihr wirklich flott sein, wenn das sauer ist und hinter euch her ist, weil ihr eben sein Revier unterwegs seid. Da ist auf jeden Fall Schluss mit lustig beim Wildschwein, das steht fest. Und wie gesagt, Berlin, 5000 freilebende Wildschweine. Das ist nicht ohne, oder? Und ihr seht auch hier, drehe ich immer wieder in der Hand unser Holz. Und ihr seht hier schon wieder, wie das Ganze nach innen wandert. Bis wir im Endeffekt dann da diesen Rüssel, diesen Schweinerüssel da drin stehen haben. So, ein bisschen noch und das Ganze wird immer besser. Kann man sagen, was man will. Ja, unser Bache würde ich mal sagen, also das weibliche Wildschwein ist schon ziemlich weit. Wir haben jetzt den Schnüffel, ich habe hier noch die Höhlen für die Augen reingeschnitzt. Ja, sieht aus so wie aus einem absoluten Traum vom Obelix, dem guten Freund vom Asterix. Und jetzt braucht das Tier natürlich noch seine Ohren, das ist wichtig, und seine Füße, die sind ja eher etwas kurz geraten. So, das machen wir jetzt erstmal die Ohrwascheln. Dann nehme ich jetzt hier zwei Späne. So, ich spalte das Ganze. Habe jetzt hier zwei schöne Späne. So. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht dazu. So, die stecken wir jetzt da oben rein. Spitzen wir unten ein wenig an. Machen es oben noch etwas runder. Na, das ist schon kurz, das ist ein bisschen zu kurz. Das können wir nicht mehr. So, nochmal. Also ausspitzen. Oben anrunden. So, brauchen wir ein bisschen dickere Klinge. So, ein Ohr steckt. Und jetzt kommt das zweite Ohrwaschel da rein. Und ist drin. Also, jetzt hat unser Wildschwein schon mal seine Ohrwaschel. So, und jetzt brauchen wir noch vier Läufe. Das haben wir auch gleich. Also vier etwa gleich große Stücke da vom Ast abschneiden, vom Zweig, besser gesagt. Das ist was Dünneres. So.
Und Nummer 4. So. Das Ganze spitzen wir jetzt an den Enden an. Ja, und jetzt haben wir die Löcher zum Glück schon vorbereitet. Das heißt, wir brauchen die nur noch da reinstecken. Ja. Gut, das Loch ist mir noch nicht tief genug. Da muss ich noch ein bisschen nachbauen. Und alle, die Asterix und Obelix kennen, die wissen ja, dass er der Obelix kein Veganer ist, sondern ein Freund der klassischen Schweinsachse. Vom Wildschwein natürlich. Gut. Drei und das letzte Bein. Vier. So, jetzt schauen wir, ob unser Schweinzel steht. Steht gut. Ja, aber was natürlich fehlt, ist nur dieses Schweinzel hinten drin. Das müssen wir jetzt da noch reinfriemeln. Da machen wir jetzt hinten noch einen Knoten rein. Ist ja schließlich kein Löwe. So. Ja, das passiert dann manchmal, dass da so ein Geläuf da rausgeht. So, und jetzt müssen wir das bloß noch da reinstecken. Und dann sind wir so gut wie fertig. Ja, liebe Kinder, Adora, fertig ist unser schönes geschnitztes Wildschwein. Der Obelix von Asterix und Obelix, der Gallier, hätte auf jeden Fall seine Freude dran. Wobei, das ist ja aus Holz, das schmeckt ihm sicher nicht so gut wie ein richtiger Wildschweinbraten. Da brauchen wir nicht drüber groß philosophieren. Weitere tolle Schnitzideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Macht es super, und zwar am besten draußen. Für den Servus, euer Uli. Und jetzt schalten wir